Hallo, grüß euch zu einer neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Heute wird nicht gegrillt, heute wird gebastelt. Und was wir uns basteln? Gleich noch ein Intro. Also, bleibt dran. So, und heute machen wir uns eine Feuertonne. Da habe ich eine super Tonne erwischt, die ist aus Edelstahl. Da brauchen wir ein bisschen Werkzeug dazu. Natürlich eine Waschmaschinentrommel. Von Grillrost.com habe ich eine super Feuerplatte mit dem Ring, Abstandhaltern. Ich darf sagen, wir schauen uns das einmal näher an. So, dann legen wir mal los, was haben wir da alles? Da hinten habe ich eine Feuerplatte, die ist 80 cm, die muss ich noch reinigen. Da habe ich den Wokaufsatz, den stecke ich jetzt da weiter rein. Dass er mir nicht im Weg ist. Was habe ich dann noch? Da habe ich die Abstandhalter, das machen wir uns nachher. Das sind die Schrauben dazu. Dann brauche ich drei so kleine Schäkel, drei so Haken, eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer, eine Trennscheibe, Fächerscheibe, Bohrer und meine Waschmaschinentrommel. Mit der Waschmaschinentrommel fangen wir jetzt an. So, ich habe die Trommel mal am Boden gelegt. Natürlich ist der ein wenig schmutzig, ist er keine Eiche. Ich habe da einen 8 mm Bohrer. Da probiere ich jetzt ein paar Löcher zu machen. Schauen wir, ob das so geht, sonst muss ich vorbohren. So, das haben wir jetzt genug perforiert. Das muss reichen. Dann drehen wir es einmal um. So, da, für euch knie ich mich sogar zur Arbeit. Da schaut, ich habe einen Klick. Da sind schon Löcher drin. Die Löcher, die braucht es. Da kommen die kleinen Schäkel rein. Bevor man einen Schäkel, kommt der Karabiner dazu. Schaut her. Einfach da rein. So schnell geht das. Einfach in Schäkel, Karabiner. Schnell erledigt. Und jetzt holen wir sie mal ins Fass. So, da ist mein Fass, da ist meine Waschmaschinentrommel mit den Schäkel und Karabiner. Schaut her, und das hänge ich da einfach so ein. Das wird einfach eingehängt, das hält. Wenn man da jetzt eine Feier macht und man muss wieder ausräumen, schaut her. Und hey. Und man hat es wieder heraus. Ohne Bohren, ohne alles. Aber die Feuertrommel braucht noch einen gescheiten Zug, deswegen schneiden wir unten noch ein Loch raus. So, ich habe mir jetzt das Fass am Boden gelegt, damit ich leichter schneiden kann. Da unten, ungefähr da. Da schneide ich mir was aus, dass er einen Zug kriegt. Das mache ich schnell, dann sehen wir uns wieder. Und bei Arbeiten mit Winkelschleifer Schutzausrüstung tragen. Schutzbrillen, Handschuhe, ich schneide euch ein. So, und mit einer Fächerscheibe fahre ich da noch ein wenig drüber, auch innen, damit man sie nicht wehtut, und dann haben wir es.
Jetzt haben wir das Lüftungsloch geschnitten. Jetzt hänge ich meine Trommel wieder rein. Zuerst das halt. Jetzt hole ich die Abstandhalter. So, das habe ich jetzt fertig zusammengebaut. Damit die mit den Zacken kann man einhängen. Passt für verschiedene Fassgrößen. Da kommt jetzt meine Platte drauf. Dann kommt der Aufsatz. So, und so schnell baut man sich eine Feuertonne. Das Ganze hat jetzt eine Viertelstunde gedauert. Wie man die Feuerplatte einbrennt und wie ich das gemacht habe, sehen wir in einem anderen Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal da oder dort. Ich darf mich recht freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von Let's Barbecue and Grill. Und tschüss.